Hallo zusammen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zwar mal wieder zu einem Meta-Breakdown. Der letzte ist tatsächlich jetzt schon wieder so gute 14 Tage her und in der Zwischenzeit hatten wir dann doch schon wieder die ein oder andere National und genau über die möchte ich gleich mit euch sprechen. Natürlich hatten wir am Wochenende auch die YCS Indianapolis, wo natürlich auch wieder so ein bisschen, ja, das Format geschiftet ist, kann man sagen, denn scheinbar sind wir zurück im ja, Tier 0 Format. Ihr könnt eure Meinung dazu sehr, sehr gern mal in die Kommentare schreiben und keine Sorge, ich möchte dieses Video jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich hoffe, dass wir so auf 10, 12 Minuten am Ende kommen, weil die Decklisten sind jetzt auch nicht so viel Neues für uns, aber vielleicht nochmal so als letzter Wink Richtung Deutsche Meisterschaft für den einen oder anderen nochmal ganz interessant. Deswegen würde ich mich trotzdem freuen, wenn ihr fetten Support da lasst. Der YouTube-Algorithmus mag das sehr gerne, wenn ein Daumen nach oben da gelassen wird und vor allem einen Kommentar. Also würde ich mich da sehr, sehr freuen. Und ja, ich würde sagen, schnacken wir nicht so lange. Schauen mal rüber in diese Statistiken, was da am Wochenende so passiert ist. Also insgesamt kann man sagen, ich meine, eigentlich braucht man fast gar nichts sagen. Schaut euch diesen Graph hier an, der spricht so ein Stück weit für sich selber. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent das genau waren da in Indy, ob das 66% oder 68% waren von Snake Eye, die dann da getoppt haben. Aber im Endeffekt ist halt das Ganze schon sehr dominant. Ich meine, ihr seht es hier oben, Snake Eye in den Top 32 waren 21, ansonsten hatten wir drin ein Labyrinth. Zwei Melodios, ein Despia, ein Tenpai Dragon, zwei Marunik, einmal Salamangreat, wobei das auch, naja, nicht so richtig Salamangreat ist, kommen wir dann aber später nochmal dazu, dann Fire King und ein Kash und auch einmal noch ein Voiceless Voice, das heißt, wir haben ja ein paar Decks, die sich irgendwie reingemogelt haben, aber wenn von 32 Decks 21 Snaker sind, ich sage jetzt mal 22, weil wir haben dann noch einen Fire King und wir haben auch noch einen Salamangreat, also vielleicht sogar 23 und bei dem Salamangreat ist nämlich eine Snaker Engine drin, so viel kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, dann ja, denke ich, kann man schon durchaus wieder von einem Tier 0 Format sprechen. Insgesamt hatten wir dort knapp 1800 Teilnehmer, was dann auch relativ aussagekräftig ist. Insgesamt seht ihr hier unten noch mal die Decklisten im Schnelldurchlauf. Ich werde euch das auch noch mal unten in die Videobeschreibung reinpacken. Die Listen, beziehungsweise diesen Link hier, da könnt ihr das selber noch mal durchklicken. Ansonsten noch mal ganz kurz hier die anderen Nationals, die am Wochenende so stattgefunden haben. Und zwar haben wir hier einmal die argentinischen Nationals mit, ja, doch, glaube 800 Teilnehmern, wenn ich das richtig sehe. Und da hat, ja, welche Überraschung, auch Snake Eye gewinnen können. Ja, es waren aber auch noch ein paar andere Decks mit von der Partie, die gut performt haben. Auch hier Tenpai, Labyrinth hat tatsächlich da auch getoppt. Tenpai Dragon natürlich, Runic, Valmonica in dem Fall sogar tatsächlich. Deckliste gibt es leider nicht. Melodius auch noch ein paar Mal. Sprite sogar gibt es leider auch nicht. Und sogar einmal Drytron, die es in die Top 32 geschafft haben und sogar Speedroid und Co. Aber leider gibt es davon fast keine Decklisten, deswegen kann ich die euch leider nicht zeigen, würde ich euch gerne zeigen, aber leider nicht da. Ansonsten Schweiz, das habe ich natürlich vor Ort mitbekommen, was da gewonnen hat und was getoppt hat. Dort hat auch Snake Eye gewonnen, allerdings Fire King Snake Eye und das wurde dort Erster und Zweiter. Das heißt, auch diese National wurde von dem ja, aktuell 4-0 Deck, sage ich jetzt mal, entschieden. Ansonsten war auch hier noch ein bisschen Runic, wir hatten Purli, Tierlevent sogar, auch hier Tenpai Dragon, sogar hier ein bisschen häufiger und auch dort Salamangreat. Und dann haben wir noch Irland und auch Irland wurde gewonnen von Snake Eye. Hey, welche Überraschung! Und da hatten wir so knapp 250 Teilnehmer, die Schweiz waren übrigens 300 Teilnehmer, um das nochmal nachzureichen. Und ja, in Irland auch, ihr seht's, das muss das gleiche, hier ist ein paar Mal mehr Melodios. Dafür, naja, gut, lassen wir das jetzt erstmal so stehen. Ich muss sagen, generell vielleicht erstmal Tenpai Dragon, so ein bisschen die Enttäuschung dieses Wochenendes. Es hat zwar getoppt, aber halt relativ wenig im Vergleich zu dem, wie es oder wie häufig es gespielt wurde. Aber gut, wir schnacken eh schon wieder viel zu lang. Wir gehen rüber in die erste Deckliste und zwar Gewinner YCS Indy ist in dem Fall Paolo, der natürlich das Ganze im Finale sehr, sehr clean runtergespielt hat. 44 Karten, Snake Eye Variante, Main Deck, glaube ich, gibt es keine großen Besonderheiten. Ich glaube, ich brauche da auf nichts genaueres nochmal eingehen. Extra Deck kann man vielleicht sagen, Draco Zac ist ein bisschen besonders und die Linkspinne, aber auch nur der Draco Zac, weil man eine Kashtira Engine in dem Side Deck spielt und Linkspinne halt für potenzielle Nibiru Plays. Deswegen, ja, das sind auch die einzigen Sachen, die man jetzt hier hervorheben kann. Aber wie gesagt, im Side Deck diese kleine Kash Engine mit einem Unicorn, ein Fenrir Burst und einmal Field Spell und Terraforming kann man dann vielleicht durchaus nochmal so ein Stück weit hervorheben. Ansonsten, ja,
Side-Deck nichts Besonderes, auch mit halt Dronos haben wir auch schon mal gesehen. Das dritte Talents ist im Side-Deck, Skill Drains sind drin, Ghost Bell ist drin, deswegen würde ich sagen, weiter zur nächsten Liste und zwar direkt hier auch nochmal Platz 2, Christopher LeBlancs Liste ist nochmal ein bisschen anders, 41 Karten. Handtrap Ratios und die Anzahl und welche Handtraps man spielt, sind ein bisschen anders, aber ansonsten auch nichts Besonderes. Deswegen glaube ich, braucht man zum Main Deck auch nichts sagen. Im Extra Deck ist ein Fuchu drin und ein Typhon. Das kriegt nicht jeder unbedingt in seinen Extra Deck unter. Das sind vielleicht so kleine Besonderheiten, aber auch alles Dinge, die wir durchaus schon gesehen haben. Im Side Deck dann kleines Bestie Package, Cosmic Cycling, Droplets sind hier drin, Lullabies sind hier auch drin. Kann man natürlich nach wie vor immer noch spielen und natürlich hier auch. Skill Drain und was ich euch natürlich nicht vorenthalten wollte, ist die Top 8 Liste von Labyrinth, was wir als Rogue Deck in der Meta-Analyse eingeordnet haben. Muss ich sagen, vielleicht eine kleine Korrektur, war vielleicht ein bisschen zu hart für das Deck. Ich denke, solides Tier 2 Deck oder relativ weit oben im Tier 2 Bereich hätte man das durchaus einordnen sollen, auch gerade aufgrund dieser Ergebnisse. Also da an dieser Stelle eine kleine Korrektur, sorry dafür. Und ansonsten ja, aber auch keine großen Besonderheiten in dieser Labyrinth-Liste. Ist ja auch ein Deck, was wir mittlerweile schon relativ gut und lange kennen. In dem Fall ist es auch der Furniture-Build. Natürlich trotzdem mit seinen Fallen-Applikationen, in dem Fall Punishment, Daruma Karma kennen ist hier drin. Impermanence logischerweise und auch Rivalität der Kriegsherren. Das sind durchaus sehr starke Karten. Und als einzige Handtrap haben wir auch Nibiru. Da gibt es aber ziemlich coole Interaktionen in dem Deck, generell mit Nibiru. Also kann man durchaus machen. Extra Deck haben wir zweimal Chaos-Engel. Dann haben wir sogar einmal, wie heißt der hier? Packbit war das, glaube ich. Genau, Packbit haben wir drin. Zweimal Typhon. Dann haben wir ein kleines Link-Package. Muckraker, Anima, Dark und natürlich auch die SB Little Knight. Und letztendlich als Punishment-Target der... Ja, das Tribe Brigade Link 5 Monster kann kein Mensch aussprechen. Dann haben wir noch Entis, Garua und in dem Fall hier auch noch den Bär Formé, weil damit hat man natürlich auch ein nettes Fiend-Target. Da kann man auch ganz coole Sachen mitmachen. Und dann haben wir insgesamt hier auch noch den Gallant Granite drin. Der wird hier drin sein, damit man sich Nibiru suchen kann. Und dann noch einmal Zeus. Im Seite kann man dann dreimal Lord of the Heavenly Prison, auch schon länger nicht mehr gesehen, Phantasmais, Inspector Borders hier drinne, dann haben wir Antispell drinne, dann ja, der gute Ansteckende oder Eradicator, Eradicator reicht, glaube ich, mehr braucht man dazu nicht sagen, immer noch nach wie vor eine gute Karte, vielleicht nicht mehr ganz so gut wie vor so einem halben Jahr, aber kann immer noch Spiele gewinnen und dann selbstverständlich dreimal die Barrier, ich glaube, mehr brauchen wir zu dieser Lab-Liste dann auch nicht mehr sagen. Dann in die Top 16 nochmal auch ein Melodius-Deck. Haben wir noch nicht so viele zeigen können. Die haben in den letzten Wochen nämlich nicht so gut performt. Deswegen freut es mich, dass ich euch jetzt zumindest eine Version davon mal zeigen kann. Aber die ist auch relativ Standard. An Handtraps hat man natürlich 3 Orange Light, 3 Ash, 3 Veiler, 2 Didicrow, 1 Ogre und einmal Droll hier drin. Und natürlich dreimal Impermanence. Ansonsten weitere Non-Engine. Zweimal Talents insgesamt, auch ein Deck, wie ihr seht, was sehr, sehr viel Non-Engine spielen kann. Und vor allem auch ein Deck, was sehr, sehr viel Power hat. Nicht nur Going First, sondern auch Going Second kann man da so einiges mit dem Deck anstellen. Und gerade die Schuberta, auch im Extra-Deck, die man hier zweimal spielt, ist eine Karte, die gegen einige Matchups schon sehr, sehr nerven kann. Ansonsten auch dreimal Bacher hier drin. Wir haben natürlich IP, SP mit von der Partie. Typhon, Baguska ist auch hier drin. Eine Goddess ist auch mit am Start. Keine Apollosa, was mich ein bisschen überrascht. Aber ich denke, das kann man durchaus so machen. Im Side-Deck dann die fehlenden weiteren Drolls, zwei Stück. Eine Krähe Called by Duster Lightning Storm, in dem Fall auch Crossout Designator. Wahrscheinlich hat das dann auch was mit den Siding-Patterns zu tun, warum man bestimmte Karten dann nur auf einmal im Main-Deck spielt. Dann eine Rivalität, zwei D-Barrier und dreimal Evenly Matched. Also wie ihr seht, Rivalität der Kriegsherren, ja, die sieht man gefühlt in jedem Deck, was sie spielen kann. Deswegen, wir gehen weiter zu einer der wenigen Tenpai-Listen, die toppen konnte. In dem Fall ist da auch wieder ein kleines Kashtira-Package drinne. Ein Planet, zwei Fenrir und ansonsten auch ein Bild mit Crossout-Designator. Die Handtraps, ich glaube, darauf brauche ich jetzt nicht nochmal gezielt eingehen, ist auch Set-Rotation drinne, weil umso häufiger man den Fieldspell hat, umso besser ist es. Und gerade, weil man auch noch einen anderen spielt, ja, das macht das natürlich dann nochmal ein Stück weit interessanter. Forbidden Droplet haben wir hier auch drin. Noch zusätzlich als kleiner Boardbreaker ist, denke ich, auch nicht verkehrt, weil man darf sich in dem Deck nicht nur auf seine Handtrips verlassen. Aber insgesamt, denke ich, ziemlich solide Liste. Extra Deck, relativ klassisch und Standard. In dem Fall das große Link-Package. Manche spielen es ein bisschen anders, aber ist jetzt auch nichts ganz Neues. Im Side kann man dann Shifter, ein Wagnermut, Take Spells, Mind Control, Change of Heart, 3 Cosmic Cycling, Book of Eclipse auch hier. Insgesamt dreimal und dann noch 3 D-Barriers. Und dann Top 32 ist das eben angesprochene
Salamence Grade. Aber ich weiß nicht, ob man das wirklich Salamence Grade nennen darf. Also wir haben natürlich alle Salamence Grade Karten drin. Ihr seht es oben von Gürteltier, Gazelle, Foxy, der übrigens in der Schweiz MVP war. Eigentlich alles mit drin, aber wir haben auch an Snake Eye und Diabelze alles drin. Das sind 60 Karten, nennen wir es einfach Feuerhaufen oder so. Aber ich finde es cool, dass jemand so ein Bild gespielt hat. Und auch im Extra Deck sind natürlich alle Karten drin. Aber da finde ich es besonders interessant, dass man das irgendwie alles in ein Deck hat reinquetschen können. Weiß ich nicht, ob ich das hinbekommen hätte. Auf jeden Fall sieht das sehr, sehr wild aus. Hat natürlich trotzdem sehr viel Non-Engine drin. Wir haben 3 Ash, ein Veiler, eine Morna, ein Nibiru, ein Droll noch mit drin. Dann haben wir 3 Talents, 3 Impermanence, 2 Eclipse, 3x Forbidden Droplet und auch 3x Crossout Designator. Und das Called by the Grave kann man eigentlich auch noch dazu zählen. Aber gut, bei 60 Karten möchte man natürlich sowas auch ein bisschen öfter sehen. Oder zumindest probieren, dass man das sieht. Deswegen, ja, doch, ja, interessantes Deck. Keine Ahnung, welche Kombo man da genau spielen möchte. Kann ich euch leider nicht so viel zu sagen. Vielleicht spielt man auch immer nur eine Engine gefühlt. Aber, ja, scheint ganz gut funktioniert. So am Top 32 ist es am Ende geworden. Side-Deck ist dann auch eine Menge Backrow. Removal, Lightning Storm, Duster, Cosmic Cycling, ein Eclipse nochmal, in dem Fall das dritte. Dann haben wir hier Sediment Grade Charge drin, auch die haben wir am Wochenende gesehen, kann durchaus eine sehr interessante Karte sein, kann auch nochmal Backrow loswerden. Dann die Barrier, dann haben wir hier drin auch den super antiken Organismus und natürlich die beiden Sediment Grade Traps noch. Also ja, sehr interessant. Dann auch in die Top 32. Haben wir Runic Stun. Ich glaube, brauche ich jetzt auch nicht mehr so genau drauf eingehen, war in den letzten Wochen immer irgendwie in den Top-Cuts vertreten. In dem Fall natürlich vielleicht hier die ein oder andere Floodgate weniger. Dann spielt man die andere im Side-Deck. Ja, was soll ich zu Stun groß sagen, Leute? Es ist, macht das, was es soll. Es stunt den Gegner und es spielt auf Deckout. Im Side-Deck vielleicht hier eine kleine Besonderheit und zwar die Soul Absorption. Die sieht man jetzt auch nicht in jedem Bild, aber es denke ich auch Richtung Timeout wahrscheinlich nochmal, damit man weitere Optionen hat. Und natürlich ist hier auch das Cursed Seal of the Forbidden Spell drin, die man auch nicht in jedem Bild sieht. Aber ich habe auch noch eine zweite Liste für euch. Die unterscheidet sich von der schon nochmal so ein bisschen. Also jeder hat da, wie gesagt, unterschiedliche Anzeigen. Hier ist zum Beispiel dann auch nochmal Messenger of Peace mit drin und natürlich ja, die ganzen Floodgates. Im Side-Deck in dem Fall Dogwood, wir haben natürlich auch Inspector Border, dann dreimal ja, Sphere Mode und natürlich in dem Fall auch noch zweimal Evenly Matched. Dann haben wir natürlich auch hier Curse Seal of the Forbidden Spell und dreimal Solemn Judgment. Soweit zu Runic Stun und dann auch noch die Kashtira-Liste aus in die Top 32. Ja, Kashtira, wir haben 3 Shifter, wir haben 3 Ash, wir haben 3 Ogre, wir haben 3 Mourner, wir haben Impermanence, wir haben all das, was Kashtira machen möchte. Wie gesagt, sind alles keine neuen Decks, kennen wir alles schon relativ ausführlich. Gibt hier und da ein paar Besonderheiten, die man in diesen Decks spielen kann. Zum Beispiel, was man nicht so häufig sieht, ist der Mountain Smasher in dem Deck, aber habe ich durchaus auch schon mal gesehen. Was vielleicht auch besonders ist, ist die Lizardos. Ich weiß jetzt nicht, ob man da drinnen wirklich die nur spielt, um eine Karte zu ziehen über sie selber. Kann man natürlich machen, aber das war es dann auch schon wirklich an den Besonderheiten. Side-Deck ist dann auch wieder Standard, alles das, was man braucht. Und dann schauen wir uns selbstverständlich auch noch ganz kurz die Voiceless-Liste an, weil das wird sicherlich auch den ein oder anderen interessieren. 45 Karten, auch nicht ganz Standard, da ist Magnamut zum Beispiel drin, wir sehen eine Instant Fusion, aber das war es dann auch mit den Besonderheiten, denke ich, der Rest ist dann auch wieder Standard. Meteor Burst ist noch im Extra Deck drin, ich denke gegen das ein oder andere Matchup durchaus auch sehr gut. Chaos Engel ist drin, ansonsten sehen wir auch eine kleine Line mit Secure Gardner und Almirage, das kennen wir natürlich alle noch sehr, sehr gut früher von Invoked. Aber ansonsten denke ich auch hier keine weiteren Besonderheiten. Side-Deck, Crow, Cosmic, Droplet, dann dreimal Necro Valley, das ist vielleicht eine Besonderheit, auch schon länger nicht mehr gesehen. Und dreimal Solemn Judgment. Und dann habe ich für euch noch 1, 2, 3 National-Listen, die ich euch kurz zeigen möchte. Leider gibt es nicht mehr, der Rest wurde noch nicht veröffentlicht, beziehungsweise ich hätte euch eine Tonne Snaker-Listen zeigen können. Aber ich glaube, das können wir uns sparen. Und zwar Irland, zweitplatzierter Branded Despia, 60-Karten-Version. Schau kurz drüber, ob es irgendwas Besonderes gibt, was man erwähnen kann. Das Einzige, was man vielleicht erwähnen könnte, wäre, dass Fusion Duplication hier auf 2 gespielt wird. Die meisten Listen spielen die eher auf 1, weil es halt über Thrust auch suchbar ist. Und ich denke, noch eine Besonderheit ist, dass hier das Package gespielt wird im Side-Deck mit Colossus. Habe ich aber auch schon mal gesehen. Aber ansonsten vielleicht auch noch Black Goat, die man hier hervorheben kann, aber das war es dann wirklich auch. Deswegen mehr Besonderheiten kann man dann hier jetzt auch nicht nochmal nennen. Und was vielleicht den einen oder anderen freuen wird, ist die Top 16 Liste der Schweizer National von dem Virtual World Deck, was wir dort auch im Feature Match hatten, was auch, naja gut, das hat jetzt relativ klar verloren gegen Tier Elements, aber
insgesamt doch auch schön, wenn so ein Deck nochmal toppt. Deswegen ist es jetzt auch hier nicht der Riesenspice drin, muss ich sagen. Skilldrain im Main Deck kann man vielleicht hervorheben. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant, aber auch das Extra Deck ist jetzt auch keine Spicy Tech oder so drin. Das haben wir alles in Virtual World schon mal gesehen. Auch im Side Deck keine großen Besonderheiten mehr. Und dann abschließend noch eine Liste aus den argentinischen Nationals, einfach weil es nochmal Melodious ist, würde ich euch gerne ein bisschen mehr von zeigen. Toppt halt nicht ganz so häufig, deswegen hier vielleicht nochmal ein kleiner Vergleich zur Liste von eben. Die ist also schon nochmal ein bisschen anders von den Ratios, die man spielt, aber insgesamt macht das Deck natürlich genau das gleiche. Deswegen, ja, das soll es tatsächlich gewesen sein mit den heutigen Decklisten. Wie gesagt, ich wollte das Ganze heute nicht so lange machen, weil es gibt meiner Meinung nach nicht mehr so viel zu sagen. Ich glaube, das Wichtigste habt ihr gesehen. Jetzt haben wir doch auch ein bisschen überzogen, 15 Minuten. Ich denke aber, das ist noch vollkommen im Rahmen. Deswegen würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.